jetzt noch hier eine Lampe eingebaut anscheinend. Nee, hier ist noch eine Öffnung da oben. Okay. Fuck. Brauche ich hier nochmal Lampen ein. Oh, hier ist ja nicht viel los. Die kann weg. Mach ich hier nochmal Licht an. Ah, hier geht's los. Damit ich gedicht habe. Okay. Hier nicht. Ne, hier ist nur ein Schuss. Okay, dann lässt sich das aber hier so mal beleuchtet. Dass man dann auch weiß, dass hier schon mal jemand reingeschaut hat. Aber nichts rausgeholt hat. Nö. So. Von meiner Hütte aus. Meine Hütte übrigens. Geht's nach hinten. Und ich kann mir mal endlich diesen Totem hier holen, der schon seit Ewigkeiten rumliegt. So, kann ich jetzt die letzten paar Steine daraus nehmen? Die Todesstatue wurde. Die Todesstatue wurde entfernt. Ich entschuldige mich vielmals für meinen Husten. Ich hatte vorhin 38 Fieber. Also Fieber ist es ja noch nicht wahr. Ja. Ich nehme meine Kühlköpfe hier mit. Und frag mich, was da so knistert. Ah, guck mal. Ah, ich müsste mir noch ein paar blaue nehmen, wie immer. Damit denen kann ich solche Ausreißer bauen. Lass mich nicht stören. Das Buch springen? Nicht, aber hier geht's. Gut. Gut. Ach komm, die Baumstämme hier, die holen, die könnte ich mir auch nochmal mitnehmen. Einfach nur, damit die hier nicht mehr rumliegen. So, dann schaue ich mal kurz auf die Karte, wo ich überhaupt bin. Sekunde, was ist das hier?
Egal. Ich teleportiere mich kurz mal in mein Gebäude. Freue mich, dass ich da bin. In der Eingangshalle, wo ich meine ganzen Sachen gelagert habe. Und werde dann gleich lagern. Nachdem ich das mal kurz weggestellt habe und mich frage, wo das X hinzeigt. Achso, hier auf diesem Punkt. Ich kann ja nochmal hier Glas bauen. Richtig? Richtig. Aber nicht so viel, ich habe ja noch einiges an Glas. Das war's auch schon. Ich habe aber vergessen, wofür ich die Steine unbedingt haben wollte. Hallo du. Ich lege hier das Glas rein. Ich lege die Steine hier rein, weil die baue ich gleich wieder ab. Den lege ich hier auch rein, weil der nervt mich schon die ganze Zeit. Und behalte den Rest. Ja, guck, ich kann noch eine Tür craften. Und so ein Holzding craften. Ich brauche aber eher die. Hier. Ah, dafür brauche ich den Woodslab. Hallo. Mach mir Woodslab. Das sollte mir erstmal reichen für das erste. Und ich muss jetzt in mein Inventar gehen und Kohle holen. In der Hoffnung, dass ich noch irgendwo Rumpfläche rumfliege. Das sieht alles nicht nach Kohle aus. Das sieht nach Kohle aus. Das ist auch Kohle. Habe ich noch was, was ich brauche für den? Na, für den wollte ich haben. Ne, für den wollte ich haben, ne? Wood Slab, Stone und Yellow Flower? Hä? Blue Flower, Stone und Wood Slab. Okay. Du bist kein Stone. So. Entschuldigung, jetzt noch den Wurzel. Irgendwie bin ich kränklich heute, ja. Da fällt mir etwas ein. Jetzt ist es nackt. Ich wollte doch eigentlich noch mal was ausprobieren. Inventar. Ah. Okay, das sieht jetzt nicht so aus wie so ein Flug, so ein kleiner. Aber nee, das sieht blöd aus. Okay, die kann ich nur essen, okay. Habe ich jetzt eigentlich im Inventar gerade was? Was passt ja? Eher eins, was normal ist, habe ich ja im Hinterkopf. Aber ich habe hier doch irgendwo, hier nicht, echte Samen, wo ich gedacht habe, die könnte ich hier reinpflanzen. Hier war nichts drin. Hier war das komische Gras hier drin. Damit kann man es bauen, okay. Damit auch. Du bist.
Blühen. Ah, die wollte ich haben. Da habe ich nämlich gedacht, ich könnte die hier wachsen lassen, aber das ist nicht so. Genau wie die. Die wollte ich auch nicht wachsen lassen. Dafür könnte ich hier aber, glaube ich, den reinsetzen, oder? Und das sieht richtig aus. Ja. Habe ich noch einen davon? Hm. Kann ich die hier reinsetzen? Ja, aber das sieht man nicht. Und dann werde ich die mal da draußen pflanzen und gucken, was daraus wird. Da. Du kommst hier hin. Da hin. Und du, das war die falsche Taste. Geh hier rein. Mach die Tür zu. Gut, da der jetzt mich nervt, mache ich mal einen Wolf. Ah, ja. Mache ich jetzt erstmal mit meiner Loch weiter, wo ich ja auch noch Plan für hatte. Jetzt habe ich mich schon wieder 180 Grad gedreht. Und hier hatte ich die Holzdinger. Das heißt, ich kann jetzt den hier bauen. Und damit gehe ich jetzt in den Keller, wo ich den dann abbauen kann, nutzen kann. Und baue das Loch weiter aus. Klingt doch nach einem Plan. Nur noch zu hoffen, dass der Abschluss von meinem Plan auch gut klappt. Hatte ich dann nicht noch welche im Inventar? 25. Gut, dann bauen wir hier Kohle an. Hier ist noch nichts ausgebaut. Hier steckt irgendwas in der Wand. Und hier geht's zu meinem Loch. Was auch irgendwie falsch klingt, aber es ist so. Oh, und das mit der Kohle sieht auch schon mal geiler aus. Ach ja. War ja noch ein Ausgang. Zaun, Keller. Loch. Der Zwischengang könnte ich auch noch mal so durchbrechen lassen. Nur damit man hier in den Raum kommt. Der noch sinnlos ist. Aber für zukünftige Ereignisse wohl oder übel nutzbar. So, das war das Loch. Oder ist. Den könnte ich nochmal abbauen. Hier wollte ich ausgraben, aushöhlen. Hier wollte ich noch weiter aushöhlen. Dass es ein ganzes Stück darüber geht, damit man da besser gucken kann.
um dann zum Abschluss hier die Viecher reinfallen zu lassen und sie hier zu sammeln. Also grabe ich mir hier die Wand frei. Sieht hier noch cool aus. Ja, das wird gleich noch nachher noch ein Spaß, wenn ich den größer ausbaue. Aber erstmal nur bis dahin. Nee, es war eine zu viel. Nicht mehr machen. Das ist dumm. Nur noch richtig zu machen. Bis jetzt. Oh, Extraction complete. Schön weiter hier rausgraben. Sein, was mich vielleicht noch erwartet, denkt er. Man weiß ja nie, was hinter der Wand ist. Egal, um welche Wand es sich handelt. Sachen rausholen. Damit meine ich die Dinger hier. Ach ja, ich wollte hier auch noch den weit genug reingraben, aber dabei ist mir ja das Ding kaputt gegangen, das Grabeding. Magnetist. Magnetist. Braucht man nämlich für ganz, ganz lustige Sachen, die man später noch bauen kann. Also ich behaupte mal, dass die ganz, ganz lustig sind. Und hier baue ich mal eine Lampe hin. Vorübergehend. In Weiß mit.
Ah, guck mal, ich habe schon zu weit gegraben. Naja, macht nichts. Das kann passieren. So. Genau, ich brauche mit Lampen zu wieder. La 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 la. Jetzt wieder zum Spiel. Tick, 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 tick. Kannst du auch wieder raus? Und ich ziehe hier auf. Eigentlich war mir der Fall schon wieder zu tief, aber das macht nichts. Ich könnte ihn auch hier erschmalen. Das so zu bauen, wie es gerne hätte. Gibt es auch noch Löcher, die nicht so aussehen, wie ich es gerne hätte. Aber macht euch die Erde untertan und baut alle so, wie ihr sie haben möchtet. Ich glaube, das ist so das Credo des Spiels. Das Grundprinzip. Wobei ich die Basisgeschichte eigentlich auch noch nicht so richtig im Kopf haben. Warum dieser Junge und das Mädchen, die beiden, die man sich auswählen kann, eigentlich hier sind. Ich glaube nicht, dass das hier ein Abenteuerspielplatz sein soll. Das ist eher so was Episches hinter wie, ihr seid die letzten Menschen und müsst eine Zivilisation aufbauen. Ich war gerade so kurz davor, ausrotten zu sagen, aber es geht ja hier um Aufbau. Größtenteils. Gut, dann hier den inneren Bereich aufbauen. Ausbauen. Damit das alles ebenerdig wird. Das kann dauern. Aber so ist das Spiel eben. Draußen laufen die Tiere wieder rum. Ich werde nachher noch richtig schön viel Tee trinken, auf dass dieser Husten wieder weggeht. Ja. Krank sein ist doof. Der Osterbauch auch, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich drauf komme, aber irgendwie weiß ich immer noch nicht ganz, warum der Hase Eier versteckt. Auch wenn es Fruchtbarkeitssymbol ist mit dem Hase und den Eiern, aber kann man das nicht irgendwie ein bisschen logischer aufbauen? So irgendwie, Hase und
Vogel machen irgendwie eine Gewerkschaft auf und der eine trägt, der andere legt. Irgendwie sowas. Wobei das Anmalen jetzt nicht gerade mal das Schlimmste ist. Eigentlich feiern wir ja auch den Tod von einem, der für unsere Sünden gestorben ist und